Einfach beim Kaffee machen für Genussworte zu werden. Er will einfach nur Milch. Und gestern lag Milch herum, die wir wiedergeholt haben. Oh nein. Der kleine das Eich, Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Oh nein. Das ist doch safe, dieser Stalker-Typ, von dem sie gesprochen haben. Hä? Wie? Vergessen, das Eis reinzupacken, ne? Nee. Nee, doch, ich hab vergessen, Eis reinzupacken. Idiot. Nochmal. Wenn du eine Sirup. Und eine Pulver. Eis. Milch. Ah, wahrscheinlich war ein Becher an Milch, ne? Der macht mir Angst, Chat. Der macht mir ganz große Angst. Das ist doch safe, später der Creep. Kannst du dich bitte nicht da hinsetzen? Hallo, Ken. Du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? What the fuck? Wie unauffällig aber auch guckt, ne? Einfach so, ich sehe dich die ganze Zeit. Richtig unauffällig. Süß, kann ich deine Nummer haben? Wollen wir was bestellen? Dein Herz. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Wir können den für eine limitierte Zeit doppelten Chocolate Chip Cappuccino empfehlen. Stehe, was ist mit deiner Handynummer? Sehe echt gut aus, nicht wahr? Da würdest du auch mir die Sprache verschlagen. Dagegen bin ich echt beliebt. Jetzt ist deine Chance. Warte, deine Nummer. Danke, ich werde dich auf jeden Fall anrufen. Wo ist der Stalkerboy hin? Was wollt ihr jetzt haben? Karamell Macchiato. Muss jetzt hinten gucken, wenn das los ist. Ist doch keine Milch oder so. Okay. Karamell Macchiato. Kaffee, aufgestellte Milch, Karamellsirup, Karamellsoße. Kaffee. Karamellsirup, Karamellsoße und aufgespannte Milch. Auf Arbeit kringeln, ja schlimm, ne, diese Menschen.
Für mich wie Kaffinura. Bitte, Softboy. Piss dich. Falsche Animation, ja? Oder willst du nicht auf dem Stuhl übersitzen statt im Tisch? Oh nein, war wieder irgendwas sauber und dann passiert doch gleich wieder irgendwas. Oh Mann, bring den Müll raus vor allem. Oh no. Oh no. Oh no. Da sitzt doch der Typ drin, oder? Scheiße. Das ist das Auto. Ich kann es alles nicht mehr. Stimmt, Lampen oder so. Oh nein. Wie gruselig er da steht. Dann gerade durch Drive-In gefahren, ne? Oh, hab ich nicht hingeguckt. Jetzt wird's gruselig doch ein bisschen. Kann ich nicht doch wieder einfach nur... Kann ich nicht doch einfach nur wieder... arbeiten? Ohne Grusel? Haben wir denn... Am Endeffekt doch besser gefallen. Also, ja, doch. Ja, doch. Das ist ein Foto. Oh nein, und hier saß Cringeboy. Nee. Creepboy stand hier, oder? Oh nein. Da saß doch vorhin der Typ, der uns jetzt so komisch angeguckt hat die ganze Zeit, oder? Oh no. Oben sehe ich auch keinen. Ich werde jetzt jedes Mal die Schränke kontrollieren, ich sag wie es ist, ne? Und das Angst, dass da mal jemand drin sitzt oder so. Vielleicht ist der Fernseher auf jeden Fall ganz laut beim Nachbar. Wohne ich wahrscheinlich nebenan. Deswegen so laut. Hier wohne ich ja, ne?
hab mich fast eingeschissen. Alter, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab mich gerade so erschrocken, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wo sie hingehen. Jesus, die Jugend von heute. Willst du mich ja nicht verarschen? Ach du Scheiße, ist das Kind hässlich. Haben Sie ein hässliches Kind? Haben Sie ein hässliches Kind? Und wieder der Van. Es ist wieder der Van. Es ist der Van. Ey, da gibst du einen Creep. Dein Handy. Und das ist der Dank. Ich will einfach nach Hause fahren. Senpai? Oh, hier sind Toiletten. Heute ist deine erste Schlussschicht. Ich habe eine Frage. Kommen nachts jetzt immer Kunden? Ja, manchmal schon, dass sie von ihm nicht ablenken. Das ist ja schon Arbeit. Es gibt jede Menge zu tun. Also ich fürchte, jemand stalkt mich. Haha, du willst sie weismachen, dass jemand an einem wie die interessiert ist? Ich komme jetzt zur Hilfe geflogen, wenn was passiert. Haha. Aber es ist wirklich so. Oh, mach die Kacktür doch wieder zu. Wohnt der Typ da hinten in den Schrank oder so. Alter. What's poppin? Sorry, ich geh auf der, kannst du ein Macchiato für mich bestellen? Macchiato. Ich nehme einen Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Mit so viel Essen? Wenn man das so dick geworden bist. Hä? Seid ihr getrennt? Zusammen ist okay und ich nehme einen Matcha Cappuccino. Was, ein Cappuccino? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Jetzt überleben. Oh, was, warte, mache ich nochmal? Macchiato? Cappuccino? Wird sich noch erkälten? Nein, wird sie nicht. Das würde es nichts ausmachen, aber Marie schon. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was mitbekommen? Ein Caramel Macchiato heiß, bitte. Ein heißer, klar, ein heißer Caramel Macchiato. Ich bin so verwirrt. Matcha Cappuccino, Erdbeersahnerolle, Erdbeerchoro, Foto. Okay. Wir machen erstmal einen Matcha Cappuccino. Der geht folgendermaßen. Zerkleinertes Eis, Milch, Matcha Pulver und Schlagsahne. Dann das Eis. Milch, Matcha Pulver, richtig. Schlagsahne. So, meine Damen. Getränk Nummer Uno. Dann Erdbeersahne. Gut, fürs Erdbeersahnerolle muss ich es nicht unbedingt. Erdbeersahnerolle. Immer rein in die fette Fresse. Erdbeerchoro.
Kaffee und Schlagsahne. Und ein Karamell Macchiato. Kaffee aufgeschüttet mit Karamell, Karamellsoße. Junge Dame. Und das letzte Getränk. Schönen Abend. Ist das der Van? Danke, ich zahl's dir zurück. Hey. Das ist ja echt gruselig aus, oder? Was ist ausgestiegen? Latte bitte. Eine Latte, das macht dann 73 Yen. Also 4, 5, 6, einmal 100 Yen. 1, 2, hoch. 2 mal 100 Yen macht dann 72 Yen, habe ich nicht genug. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest. Aber. Vater immer gesagt. Es ist kalt, aber lohnt sich, also was Warmes, ja? Für jemanden wie mich? Nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Auch übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein? Verstehe, dann wird Ihnen nichts passieren. Was soll das denn? Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein. Armer Kerl. Ich krieg gar nicht beide Geschichten gerade mit. Voice Acting bitte. Immer Vanilla Latte. Ein Kaffee und ein Vanilla Latte, ja? Versuch mal einfach zu verfolgen, was die da vorlesen. Okay, ich verstehe mir irgendwas Story Wichtiges erzählt und ich habe nicht zugehört. Latte. Wenn hier was richtig Story-Relevantes erzählt und ich kacke da so rein. Ey. Manchmal kacke ich ab, ne? Aber jetzt manchmal den Deckel und so einen Scheiß. Und eine Latte. Das heißt wahrscheinlich einfach eine Latte mit Kaffee aufgeschnitten. Ich war nur so, okay. Bitteschön. Rezo mit Emo-Frisur. Es schneit draußen. Ist schon wieder die Tür offen, ne? Ist das Auto schon wieder hier irgendwo? Nee, ne? Es schneit. Schnee. Fröhliche Weihnacht überall. Dass ich das spiel, hab ich nen Knall.
hab ständig Angst, dass er irgendeine Hände besteht, ne? Oh, Jotte, Jotte, Jotte. Blauer Typ, ne? Jetzt rausgeguckt, oder? Warum soll ich den Besen holen? Da war ein Zettel. Oh ja. Ach du Scheiße. Den Tag, wo wir das erste Mal trafen. Zur Verteidigung, achso. Den Tag, wo wir das erste Mal trafen, ja, bei Chillers, da hatten wir mich angelächelt wie eine Blume. Nur an sie denken lässt mich mehr schnell herstellen. Das habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen lächeln auf die Lippen, sowas, wie es bei mir tut. Werde ich entführt. Nee, doch nicht. Oh. Ey, ich werde schon lange nicht mehr arbeiten. Ich werde einfach kündigen. Und sagen, fick dich, Chef. Oh nein. Die ganzen Fotos, die Milch. Das ist unsere Milch. Chillers Milch. Oh nein, es klingelt. Ich schiffe 200 bis 400 von Support. Da oben ist nichts. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter, dein Vater, aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste viel genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Oh nein. Es ist der Dude, den wir Handy wir aufgehoben haben. Kann ich aber die Polizei rufen oder so? Bitte? Heute ist unser Jahrestag, das heißt heute... Oh, Schnee. Schön. Hoffen wir es halt nicht, wie so eine verrückte Alte uns entgegengesprungen kommt. Schon mal ganz angenehm. Wenn ich was straft hat, Stalking? Schon wieder dieser Van. Gucken wir mal nach oben, ob ich irgendwo ein Stehen sehe oder so, aber... Es steht nirgends jemand. Fucking nirgends. Hä? Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Komm ich zur Busstation? Hier? Ah, da steht Bus. Das war das, ich rein und so war, dass ich genau jetzt hier lang gegangen bin, ne?
Okay, Chat. Es passiert jetzt. Haltet euch ready. Gleich passiert's. Der Van ist immer da. Da vorne, der steht immer hier. Immer wohnt der Typ auch hier. Unbehagen habe ich gerade. Sag, wie es ist. Ich würde gerne hinter mich gucken. Was hast du gerade? Hola. Mein Herz. Vielleicht sind wir auch langsam, bilden uns das ein, dass uns alle beobachten. Kann doch nicht aus sein. Vielleicht sind wir auch einfach verrückt geworden. Nicht meine, oder was da steht diesmal, oder? Nee. Ich kann doch nicht. Das Auto ist das, was da steht. Ist das doch mein Auto? Wie ist mein Auto denn hierher gekommen? Wenn mein Auto kaputt ist. Der Herr. Wie? Erkläre mir das da. Senpai? Was ist der denn? Senpai. Senpai? Gott. Scheiße, hast du mich erschreckt. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf Toilette bin. Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Was ist er denn? Hallo? Zwei Karamell Macchiato, Kinbi. Kaffee, aufgeschäumte Milch und Karamellsoße und Karamellsirup.
Puh. Caramel Cone Kaffee.